Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video bzw. neuen Angezockt. Und heute, wie ihr seht, Just Cause 4. Ich musste nochmal neu machen wegen meinem Square Enix Konto, das wurde angezeigt. Deswegen halt jetzt nicht gleich am Anfang, wo Just Cause steht mit den Blitzen und so, sondern hier. Ich habe mir vorgenommen, wir wollen jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde, so in etwa, auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde, weil sonst wird das Video zu groß, anzocken. Ich werde dieses Video jetzt in 4K und HDR aufnehmen. Ich werde es nicht schneiden, ich werde es nicht rendern, ich habe auch keine Kamera drin oder irgendwas dergleichen, weil sonst leidet die Qualität drunter. Das habe ich festgestellt bei der Ava Media, auch selbst wenn ich Kamera drin mache, geht kein HDR und so was alles. Und ich möchte das in 4K HDR aufnehmen. Ich lade es unkomprimiert hoch, also kein Rendern, kein Schneiden, kein Bearbeiten, gar nichts, damit ihr wirklich reines Gameplay-Material seht, wie es wirklich aussieht. Ja, und jetzt haben wir neu. Wir haben eine DSVO haben wir jetzt hier drin. Ne? Das kam auch gleich am Anfang. Ja, und dann hat man hier Datenschutzrichtlinien. Das fängt das hier in Spielen auch schon an. Gucken wir mal bei Optionen, Ton, Stimme, lassen wir mal. Stimmen machen wir mal auf 100. Musik können wir ruhig auf, machen wir mal auf 70. Audio Lautstärke 90. Untertitel an. Sprache Deutsch. Soundeffekte Lautstärke 90. Ja, das ist eigentlich ganz okay so. Anzeige HDR. Helligkeit. Ihr seht, ich habe HDR an, weil sonst würde ich hier bei der Helligkeit nichts einstellen können. Und ihr seht, dass hier auch gleich was passiert. Eigentlich. Ich sehe nicht. Achso, der Balken da vorne. So, jetzt können wir mal unter 100 gehen. Dann seht ihr, dass der hintere Balken verschwindet. So. Reicht. Machen wir mal wieder Standard 100. So, müsste eigentlich ausreichen. So, maximale Helligkeit für HDR. Wie hoch jetzt hier? Wir hatten auf 23 oder so. Gucken wir mal, was hier geht. Ja, ich sehe dich. Nee, wir lassen es mal auf 23. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. So. Da kann man hier auch sagen, Standard einstellen. Steuerung interessiert mich nicht. Anzeige war HD. Achso, Gamma wollten wir ja auch noch gucken. Gamma 50 lasse ich mal drin. Wenn wir nicht Vibration wollen wir. Aber, ja, eigentlich so alles okay. Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die Schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun in San Espirito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem war er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Senor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinen Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier, in Solís. Jetzt. Grafik sieht ganz gut aus, finde ich. Die Augenbrauen fand ich jetzt gerade ein bisschen grell von dem Typen. Aber das kann man vielleicht noch bei HDR ein bisschen einstellen. Also, da
Das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt IAPA. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen. Wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht. Der Hintergrund wirkt ein bisschen fleckig. Dann viel Glück. Kann aber auch also mein Monitor nur so sein. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Ja, auf dem Fernseher sieht es ein Stück besser aus. Kommunikationscheck. Guck gerade mal im Fernseher, sieht Höre gut aus. Dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Ja, der Rotstich ist ein bisschen höher bei mir. Definitiv ist der Rotstich etwas höher bei mir. Müssen wir mal gucken, dass wir hier den Rotstich noch ein bisschen hinkriegen. Bevor wir hier weitermachen. So, Spielmodi, Bild, Helligkeit, ist alles okay. Oh, Rot, machen wir mal auf 40. So ist das ganz okay. So, dann werden wir mal gucken. Also da sollen wir hin. Okay. Haken. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du darüber? Na klar. Okay, wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solis glauben ihm. Oh. Projekt IAPA wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Ach, da oben. Ist doch gut, Mausi. Aktiver Gegner! Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Ah. Zielhilfe haben wir auf jeden Fall. Aber die geht so schnell weg. Die geht nicht mit. Da muss man noch nachjustieren. Ist ja gut. So, haben wir hier irgendwas? Hier haben wir nichts. Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut habe. Die Schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern, die von Espinosa kontrolliert wird. Seine eigene Privatarmee. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ach, hätte ich den anderen Oma ab.
abreißen können. Vergesst jedes Mal, wenn ich Just Cause anfange. Egal welcher Teil das ist. Dass man alles kaputt machen kann. Oder so gut wie alles. Kein Problem. Muss ich jetzt nochmal zurück und den anderen Turm kaputt machen? Also da war gar kein Turm, oder? Da war ja nur ein Gebäude. Aber da war ein Turm. Von hier kriege ich es nicht. Gut. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass mit dem Haken... Aber es hat, wie gesagt, jetzt nur ein Gefühl jetzt im ersten Augenblick, dass mit dem Haken ein bisschen, also ein bisschen mehr als nur ein bisschen, besser ist als in Teil 3. Irgendwie ist der schneller, weiter, besser, also man kann sich besser festhalten und das funktioniert alles ein bisschen schneller und reibungsloser irgendwie. Ich bin bei Projekt Iapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich du... Ich finde schon einen Weg. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Wieso habe ich keine Waffe mehr? Wo ist meine Waffe hin? Halte. Achso, nach unten. Na, ich bin tot. Halt nicht gesehen. Die Schrift mit ein bisschen auffälliger machen können. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ihr habt. Falsche Taste. Ich bin bei Projekt Iapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich du... Ich finde schon einen Weg. Oh, scheiße, schon wieder tot. Ich habe meine Granaten zu früh verschossen. Für die scheiß Türme. Ach, scheiße. Ich will immer... Ich will mal R1 nehmen für das Seil. Ich bin bei Projekt
Rico. Weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich du... Ich finde schon einen Weg. Fuck, leer. Jetzt geht's los. Wieso packt denn die Waffe mal gleich weg? Kann ich hier keine Waffe behalten? Gut, und noch mal eine Waffe. So. Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen. Finde diese Konsole.
fast fertig. Bis dann. Scheiße. Verdammt. Fuck. Ah. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach. Jetzt haben wir aber ein bisschen erholen. Schieße!
ist nix. So, haben wir hier noch was? Ah, da oben das. Also mal gucken, wir hatten da hier noch welche abgeknallt. Irgendwo muss ja hier noch eine Kanone liegen. Ah, da. Und wir sollen... Achso, ich laufe gerade falsche Richtung. Wir sollen da lang. Okay, Mira, ich habe die Konsole gefunden. Konsole. Hacken. Na, dann hacken wir das mal. Du bist drin, Mira. Okay. Bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einheiten. Der Feind hat Zugriff auf das Netzwerk. Halte den Eindringling um jeden Preis auf. Oh, scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Okay. Versuchen's doch schon, meine Liebe. Wo sind denn die? Ach, da oben. Ja. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. Eine Kiste voller Waffen? Oh. Naja, die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf. Da, ich hab ihn. Sein Büro ist fast ganz oben im Turm. Dieser ganze Aufwand. Und dann ist er ganz oben. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Also auf dem TV sieht es besser aus als auf meinem Monitor. Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Oh. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen.
Okay, jetzt fängt es richtig an. Das war jetzt sozusagen Tutorial, Einleitung. Rico. Find ich schon mal saugeil. Bitte antworte. Rico, holt atmen. Holt atmen. Das ist auch nicht schlecht. Mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit. Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Also die Grafik sieht geil aus, aber am TV sieht sie noch ein Stück geiler aus. Scheiße. Aber der Rotstich ist immer noch ein bisschen zu kräftig. Selbst auf dem TV, wo es gut eingestellt ist. Oder der Lichteffekt. Vielleicht müssten wir HDR doch noch ein bisschen runterschrauben. Wieso glitzen... Eben haben seine Haare so geglitzert, habt ihr das gesehen? Mit dem Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Ich kann den nicht mal irgendwie Messer oder mäßig an Gott schlagen. Hier müsste ich richtig sein. Ich habe noch nie so etwas wie Iapa gesehen. Mira könnte recht haben. Also am TV sieht's echt gut Mira, aus. Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Sorry. Stimmt. Aber ja? Normalerweise habe ich einen Fallschirm. Also am TV sieht es echt gut aus, aber hat halt so ein bisschen Kantenflimmern. Und guckt euch mal da hinten geradezu ein Fenster oder was das sein soll. Seht ihr das, wie das flackert? Aber das ist jetzt echt Meckern auf hohem Niveau. Ach du Scheiße, ich komme doch da gar nicht lang. Da soll ich hin. Komme ich da denn rüber? Dann gehen wir einfach mal hier lang. Klappt das? Nee, klappt nicht, oder? Ich muss mal gucken, gehen wir jetzt noch hier durch oder so wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Ich sollte mir was gönnen. Ich werde es tun. Danke. Also auf dem Bildschirm sieht's nicht so geil aus wie auf dem TV. Ich kann jetzt kein Miststück schnappen hier. Oh. Scheiße. Mir geht's gut. Ein Heli der schwarzen Hand, das ist nicht gut. Ziemlich schnell leergefegt. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Mit den Vögeln hat's bestimmt, Zeichen hat's bestimmt auch noch irgendwas auf sich. Hier sollen wir hin. Na komm. Ich muss die Lichteffekte auf jeden Fall noch einstellen, die sind zu kräftig. Siehst schlimm aus. Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Ich glaube, ich schaffe Projekt Iapa nicht alleine. Das stimmt.
Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen IAPA? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt IAPA-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden. Gabriella! Lass ihn gehen, Cousine. Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Ich muss mal gucken. Ah, ich habe hier auch wieder verschiedene Skins. Natürlich jetzt nicht, ist klar. Inhalte zum Herunterladen gucken wir nachher gleich mal. Optionen. Anzeige, HDR. Ich finde das ein bisschen hell. Maximal HDR. Ich gehe mal ein bisschen runter. So, nee, wir lassen das mal auf 23. Ne, wir gehen mal auf 20. 20, oder? Ja, wir gehen mal auf 20 runter. Und die Helligkeit, ich mache mal die Helligkeit auf 80. Oder? Wir gucken mal, ich muss mal gucken. Ja, 80. 80 ist okay. So, Gamma. Geht bis 0. Und es geht bis 100. Ja, bis 100. Moment, jetzt hat er nicht geklingelt. Hat die klingelt, kannst du mal bitte rangehen? Hat die klingelt, kannst du mal bitte rangehen? Ja. So, lassen wir mal Gamma auf 25, würde ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken, dass das hier Anzeige. Das ist ja das Einzige, was wir bei Anzeige machen können. Gamma, HDR. Ist immer noch so kräftig, oder? Bringt sie in meinen Hubschrauber. Anpassen, Optionen, Gameplay, Ton, Steuerung, Anzeige. Ich mach mal Gamma noch ein bisschen was runter. Ich mach mal Gamma auf 15. Ne, wir lassen mal Gamma auf 10. Und HDR, Helligkeit, Maximalhelligkeit.
ist die Gesamthelligkeit vom Bildschirm. Paket? Wann dann? Noch keiner mehr dran. Hm? Noch keiner mehr dran. Ach. Das machen wir mal auf. Und die Helligkeit mach ich mal auf 60. Guck mal, wie das aussieht. Ist immer noch ein bisschen zu hell, oder? Option. Bild. Und Maximalhelligkeit so. Also auf 10. Ist zu hell. Ich weiß nicht, ist mit den Einstellungen hier ist echt ein bisschen. Ich kann ja nicht mal sagen hier, ich möchte zurück auf Werkseinstellung irgendwie oder so. Gamma. Mal Mike mal auf 10, gucken wie es dann aussieht. Und das ist immer noch hell. Christian. Steuerung. Ach, da war die Anzeige. Die maximale Helligkeit haben wir runtergeschraubt. Das müssen wir auch runterschrauben noch. Ich mach das mal auf 50. Schon besser. Also auf dem TV sieht es jedenfalls ganz gut aus. Am Monitor ist überlichtet. Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Also im TV sieht es echt gut aus. Chance gegen Projekt IAPA. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Und noch nicht überlichtet. Vor Jahren hat die schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Louis, richtig? Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. So. Hoffentlich funktioniert das. Vasillos.
Kate und Izzy haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können dir helfen, den Laden zum Laufen zu bringen. Wer ist Izzy? Hallo, ich bin die Hackerin. Hallo. Spiel, was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Du hast eine AR-Linse? Einen kleinen Computer im Auge? Sowas in der Art. Los, fangen wir an. Ich hab's bei Teil 3 schon nicht hingekriegt. Ich hab's auch davor schon nicht immer hingekriegt. Ich kann einfach mit diesem Wingsuit nicht landen. Geschweige denn länger gleiten. Alle anderen kriegen es irgendwie gebacken, mal was länger zu gleiten. Bei mir klappt das nicht. Fahren, okay. Vorsicht! Okay, und gleich wieder raus. Oh, fuck. Gut. Okay, Sargento. Dann lass mal hören. Alles klar. Deine Mission sieht wie folgt aus. Die Fabrik braucht Strom, aber die Türen zum Schaltraum werden durch Notgeneratoren verschlossen gehalten. Die Mission übernehme ich gern, Sargento. Deine AR-Linse zeigt dir, wo du suchen musst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gabriella weitere Truppen der Schwarzen Hand schickt, um uns aufzuhalten. Wir brauchen dringend Waffen für diese Leute. Treibstofffässer. Ach da. Zerstöre das Tor. Das hat funktioniert. Okay. Der Generator ist gut abgeschirmt. Kannst du ihn abschalten? Ich glaube, ich bekomme die Abschirmung mit meinem Enterhaken runter. Halten. Und jetzt jage ich alles klar in die Innereien. Gut. Ein Generator ist erledigt. Ja, dann noch zwei. Du weißt, wo du zu suchen hast. Nee, hier ist er nicht.
Halt hier, ist denn hier vorne was? Ne, hier ist nix. Da ist was. Aber ich habe keine Kanonen mehr. Ach Mensch. Zwei erledigt, noch einer übrig. Ich höre den Funkverkehr der schwarzen Hand ab. Sie sind unterwegs. Mach schneller, Hardware. Wo war der andere? Warte noch, ach da. Das ist der letzte Generator. Die Generatoren sind alle ausgeschaltet. Und die Türen haben sich soeben geöffnet. Es sind Helis und Bodentruppen hierher unterwegs, Rico. Bring den Laden besser zum Laufen, sonst müssen wir mit Stöcken und Steinen kämpfen. Ich gehe rein. Finde die Sicherungen und leg sie um. Da brauche ich meinen Enterhaken. Hätte L2, L1. Das war's? Da ist die andere.
Verbindung herstellen. Die Sicherungen sind aktiv. Und die schwarze Hand ist fast hier. Aktivier einfach die Hauptüberbrückung. Mira, wir sind im Geschäft. Rufen wir alle zusammen. Sag, wenn's losgehen soll. Geht los? Gut, also Inhibit haben wir schon mal verstärkt. Los jetzt, machen wir sie fertig. Rico, du solltest wieder rausgehen. Die Waffen kamen zur rechten Zeit. Die schwarze Hand macht sich auf der anderen Flussseite bereit. Wir werden es ohne zusätzliche Kämpfer aber nicht schaffen. Irgendeine Idee? Ich bin schon bei einer Stunde fast, ey. Soldaten seit deiner Aktion in den Slums. Stifte noch mehr Chaos, dann werden noch mehr kommen. Okay. Die ganze Armee des Chaos. Machen wir. Das wolltest du also von Anfang an? Oscar Espinosa gehört diese Insel. Wenn die Leute hier kämpfen, verlieren sie ihre Jobs und ihr Zuhause. Und außerdem haben sie kaum eine Chance gegen die schwarze Hand. Wir haben dasselbe Ziel, Rico. Du hilfst den Leuten gegen die schwarze Hand und wir helfen dir mit Oscar Espinosa. Okay, Mira. Also Grafik sieht echt gut aus. Und jetzt, wo ich HDR irgendwie besser eingestellt habe, flimmert der Bart auch nicht mehr so. Hinten die Flammen vom Feuer sehen gut aus. Also jetzt sieht's auf jeden Fall besser aus. Eine ganze Armee des Chaos. Richtig. Armee des Chaos. So. Rico, ich bin's, Luis, El Sargento. Hör zu, ich habe ein paar meiner Leute zusammengerufen und wir haben eine Überraschung für dich. Hier, ich schicke dir meine Koordinaten. Ich bräuchte zumindest ein paar Vorräte von der Farm. Ich lasse nicht zu, dass die Espinosas noch einen betreuen. Thank you.
Sieht auf jeden Fall besser aus. Also wenn es in der Aufnahme dann auch so ist, dass es erst ab dem Einstellen richtig rüberkommt, dann könnt ihr das ja sehen. Was ist denn das? Soll ich denn jetzt nur hin? Ich bin hier mitten im Dschungel. Ach, das war mein Punkt, den ich mir gesetzt habe. Ach, toll. Okay, wir haben hier das. Das ist eine Basis, so wie es aussieht. Das hier mit Turm. Hier haben wir eine Häuselei. Hier auch eine Häuselei. Ah, jetzt ein bisschen klappt's. Mann. Immer die gleiche Scheiße. Das war schon bei Teil 3 so. Oh, jetzt klappt es, oder? Komm, bitte, bitte, bitte. Ich schaff's. Zack. Ach, wieder nicht. Ich hab gedacht, diesmal klappt's. Gut. Also haben wir mit dem Fliegen auch so relativ hingekriegt. Das erste Mal. Belade den Truck. Wir verschwinden in 60 Sekunden. Hast du den Überfall geplant? Ja. Das meiste von dem Zeug hier ist schwarze Hand Standardmunition. Aber ich habe noch die hier gefunden. Wir wollten aber nichts riskieren. Wir haben noch mehr davon im Truck. Guter Fund, Sargento. Die könnten nützlich sein. Hat jemand einen Schraubenzieher? Willst du das an deinen Haken machen? Geiler Scheiß. Du musst lernen, mit dem zu arbeiten, was du findest. Und was hast du damit vor? Wie geil, Mann! Die schwarze Hand kommt, Sargento! Scheiße. Hör zu, ich fahr den Truck. In der Nähe wartet ein Hubschrauber auf uns. Ich pass auf, dass du da heil ankommst. Vielen Dank, Kumpel. Erinnert mich ein bisschen an Metal Gear Solid mit dem Ballon. Leute, Sie kommen! Dann mal los! Dann mal los! Diese Sache mit dem Balance ist ziemlich cool, oder? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Wo hast du denn gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten?
In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Oh ja, genau eine. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Ach so, ich muss jetzt erstmal ausrüsten. Okay. Automatisch hoch. Mittel. Niedrig. Wo denn? Ich hab keine Karte. Da. Da. Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Super. Siehst du, genau das meine ich. Solche Sachen. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Ich wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Scheiße. Schon wieder? Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballondinger auch mal mit dem Mistkerl der schwarzen Hand aus. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Oh. Wie dem auch sei, ich habe im Leben gelernt zu improvisieren. Und? Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden, da erkennt man so manches. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Finde du das, was für dich funktioniert. Okay, schätze ich. Fürs Erste reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Kriegst du das hin, Rico? Gut. Tukan? Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo. Das haben wir doch geklärt. Okay, okay. Wir warten dann. Ende.
läuft ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Dir das nur alles an. Das ist doch verrückt, oder? Fast geschafft, Rico. Wie sieht es aus? Wenn du die Kinderkrankheiten noch abstellst, könntest du ein echter Operationschef für die Armee werden. Aber ich will, naja, ab in die Scheiße. So wie du. Weißt du was? Wir stecken gerade mitten in der Scheiße. Ja, ja, das stimmt wohl. Oh, die Waffe ist toll. Oh, eine Trophäe. Wo sind sie denn? Ach, der hat mir ein Rad vorbeigebracht. Na, wie nett. Wir sind da, aber der Transporter ist noch nicht hier. Durchladen und entsichern, Leute. Die schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben. Na, hörst du das? Oh. Ich glaube, der Laster hat ein paar Probleme. Ja, er wird viel beschossen. Der Laster ist ziemlich mitgenommen, Rico. Oh, scheiße, 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 scheiße. Shit. Bin tot. Ah, fuck. Das war jetzt mein Fehler. Ich hab den Laster selber auch getroffen. Wir sind da, aber der Transporter ist noch nicht hier. Wir müssen sie aufhalten, bis der Hubschrauber da ist. Durchladen und entsichern, Leute. Die schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben.
Ich muss. Oh, Scheiße. Durchladen und entsichern, Leute. Die schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben. Ups. Bist du jetzt alleine klar? Ja, sicher. Und Rico, ich hab dich gehört. Ich werde hinter den Linien arbeiten, damit die Armee sicher und gut versorgt ist. Danke für den Rat. In einer Armee hält man zusammen. Ach, ja. Meinst du, ich könnte dich dazu überreden, bei der Ausbildung der Rekruten zu helfen? Wenn sie dich zu sehen bekommen, stärkt das sicher die Moral. Klar. Jetzt ist auch Sargento. Nur uns mal eine schöne Ecke aus. Ach, hier ist noch was um die Toll. Dann mal los. Toll. Damit hätte ich den Heli auch wegballern können. So weit komme ich nicht. Boah. Bis dann. Die gehen mir auf den Sack. Schade, hätte ich nochmal irgendwie abknallen können. Hey Rico, ich habe gerade dieser Typ angerufen. Javi Huerta. Hab vor einer Weile mal einen Job für ihn übernommen. Meinst du, er könnte uns vielleicht helfen? Möglicherweise. Er hat versucht, Espinosa zu stürzen. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube eher, dass du ihm helfen kannst. Okay, ich treffe mich mal mit ihm, danke. Oh, da wäre noch etwas. Hey, Todd!
Mensch, du meintest, ich könnte dich auf dieser Nummer anrufen? Wer sind Sie? Und Rodriguez ist auch in der Leitung. Sehr gut. Hör zu, Schatz. Ich würde gerne eure kleine Revolution unterstützen. Ich drehe gerade unten am Fluss. Komm vorbei, dann essen wir zusammen was. Ciao. Wer war das? Sie ist so eine Art Filmproduzentin. Ich habe ihre Crew nahe El Abismo getroffen. Sie hat immer wieder nach dir gefragt. Aber naja, es klang so, als würde sie uns helfen wollen, oder? Höfliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Gegnerisches Ziel greift an. Zentrale, was sollen wir tun? Wir sinken! Ich wiederhole, wir sinken! Boah. Wo denn? So, jetzt reicht's aber. So, das war's. Die gehen mir wohl schön auf den Sack. Würde ich jetzt aber doch mal. Ach, noch einer? Wo ist er denn? So. Jetzt lass mich mal hier meinen Abschluss machen und knallt mir andauernd rum. So. Anderthalb Stunden. Oh, Scheiße, wird das groß. Ja. Die sind gerade ein bisschen aufgeregt, hab ein bisschen viel Scheiße gebaut. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Also wie ihr seht, Grafik sieht echt gut aus. Macht echt Spaß. Also es sieht ja auch nicht, also meiner Meinung nach geht es bei Just Cause eigentlich nicht so wirklich um die Grafik. Sonst einfach alle da platt machen, explodieren, kaputt machen, hast du nicht gesehen. Aber die Grafik macht hier, die Story macht einen guten Eindruck. HDR und Grafikeinstellung. Also Gamma, HDR und so, ja, waren am Anfang scheiße eingestellt. Also die Werkseinstellungen sind scheiße. Bei anderen Spielen kann ich die Werkseinstellungen lassen, also die Grundeinstellungen lassen. Hier ist es halt ein bisschen nervig mit dem Einstellen. Gilt aber nur, wenn man mit HDR und 4K spielt. Wenn ihr normales 4K macht am TV, also euer TV kein HDR hat, dann nimmt er ja 1080p und rendert das halt hoch. Da ist es dann ein bisschen was anders mit den Farbeinstellungen, denke ich mal. Aber so vom ersten Eindruck macht es einen sehr guten Eindruck. Ich freue mich schon darauf, weiterzuspielen. Und irgendwie finde ich das jetzt vom ersten Eindruck ein bisschen cooler als Teil 3. Ist jetzt mein Eindruck. Also von den Stimmen alleine her schon und vom Feeling. Ja, weiß ich nicht. Macht es irgendwie einen besseren Eindruck als Teil 3? Ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe mir ja damals der 3 mit Season Pass allem drum dran geholt. Ja, und habe es dann angespielt und noch ein, zwei Mal gespielt und dann wartet auch. Aber hier freue ich mich schon drauf, das weiterzumachen. Auch vor allen Dingen hier mit dem Gleiten und so. Da kriege ich jetzt ein bisschen besser hin. Grafik sieht gut aus. Also ich freue mich schon drauf. So, wenn ihr Bock habt, können wir das ja nach Darksiders im Stream spielen. Dann könnt ihr einfach mal unten drunter kommentieren. Ich würde dann jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Adäumchen war Träumchen. Abo kostet nichts, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, ich werde das so hochladen, wie ich es jetzt aufgenommen habe. Unkomprimiert. Ich werde nicht rendern, ich werde nicht schneiden. Ich werde nichts einblenden oder irgendwas, das, was die Grafik verschlechtert. Ich lade es in 4K HDR hoch, so wie ich es mit der Avamedia 4K Capture Karte aufgenommen habe. Weil die unterstützt auch HDR. So, wie gesagt, Däumchen wert Träumchen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.